Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge haben wir den Erzmagier Shalidor hierher beschworen und jetzt reden wir mal mit ihm. Ich kann sie spüren. Ja, die Aura um euch strahlt vor Glück. Ihr werdet derjenige sein, der mir beim Abschluss meiner letzten Aufgabe helfen wird. Warum ich? Was ich zu erreichen hoffe, ist schwierig, vielleicht unmöglich. Es wird außerordentliche Geistesstärke erfordern. Ich spüre diese Stärke in euch. Das hat uns in den Ruinen zusammengeführt. Und was ist das für eine Aufgabe? Ein Sturm zieht in unsere Richtung auf, Adept. Krieg ist über Tamriel gekommen und die Magier dieser großen Gilde brauchen eine Unterkunft. Ich habe vor, ihnen einen sicheren Unterschlupf zu bieten. Eine Zuflucht, in der sie in Frieden lernen können. Wie erschaffen wir diese Zuflucht? Ich habe diesen Rückzugsort vor Jahrhunderten erschaffen. Er wurde mir von den Dienern des Chaos entrissen und auf magischem Wege auf die Schauderinseln gebracht. Um die Insel zu bergen, müssen wir 4 mächtige und verborgene Folianten finden. Von eben dieser Aufgabe spreche ich. Und wo sind diese Folianten? Sie werden an einem Ort namens Käsekrämerkerbe festgehalten. Es ist ein Reich des verrückten Gottes Sheogorath. Stellt euch an meine Seite und ich werde ein Portal öffnen. Ich stehe euch bei, Shalidor. Seid vorsichtig. Sheogorath darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich habe meine Zuflucht wegen seiner flinken Zunge und seinem irren Blick verloren. Herr Shalidor, warum seid ihr zurückgekehrt? Um mein Erbe zu bewahren. Auch wenn diese Gilde nach meiner Zeit kam, so habe ich in meinem Leben viel erreicht. Ich habe Schulen der Magie gegründet, den Bau des großen Labyrinths überwacht und meinen Zauberspiegel in die Schlacht getragen. Und ihr glaubt, dass der Krieg all dies ungeschehen machen könnte? Ich weiß es. Ich habe mächtige Verzauberungen auf meine letzte Ruhestätte gelegt. Wenn mein Erbe bedroht wird, dann werde ich aus Aetherius zurückgerufen. Meine Anwesenheit ist Beweis genug. Der Krieg der drei Banner ist eine Bedrohung für jeden Magier in Tamriel. Wie habt ihr diese Zuflucht verloren? Ich verschwende meine Zeit nicht damit, seine Possen nachzuerzählen. Belassen wir es dabei, dass er mich in das Licht geführt hat. Wetten wurden abgeschlossen, Wetten wurden verloren. Und meine Zuflucht, Augvea, wurde in sein Reich gerissen, unter dem Geheul meiner Lehrlinge. Wer ist Sheogorath? Er ist als dädrischer Fürst des Wahnsinns bekannt, der verrückte Gott. Die Dunmer halten ihn für eine der 4 Säulen des Hauses der Unruhe. Und diesen Titel hat er sich 1000-fach verdient. Ist er wirklich eine Bedrohung? Er klingt eher nach einer Art Scherz. Nehmt ihn nicht auf die leichte Schulter. Der Wahnsinn hat viele Formen. Sheogorath umfasst sie alle. Er regiert die Schauderinseln, doch allzu oft zeigt er ein aktives Interesse an unserer Welt. Das endet meist nicht gut. Werde ich wirklich an einen Ort gehen, der die Käsekrämerkerbe heißt? Oh Mann, was für ein Wort. Ja, nur ein Beispiel für Sheogoraths Humor. Es gibt Leute, die seinen Wahnsinn amüsant finden. Ich gehöre nicht zu denen. Der verrückte Gott könnte euch ebenso gut einen wohlgereiften Käse servieren, wie er euch die Haut abziehen könnte. Denkt daran. Okay. Dann würde ich sagen, betreten wir diesen Ort. Ich hoffe nur, dass wir auch wieder zurückkommen können. Falls da wieder solche Überlevel-Typen hängen. Rumhängen. Die Käsekrämerkerbe. Oh Mann. Sheogorath verschob ohne gleich vereint in sein Reich kichernde, wahnsinnige, extravaganten Autoren und feige Lustmörder. Der Fürst des Wahnsinns scheut sich nicht, Geschäfte ohne Gewinn abzuschließen und sinnlos Blutvergießen zu provozieren. Wenn er sich dafür an der Verwirrung der Tragödie, der dem Zorn anderen erfreuen kann. 16. Abkommen irgendwas. Ja, okay, wir können wieder zurück. Oh, wie nett. Ein Sterblicher. Ja, finde ich auch nett. Ich würde sagen, wir reden mal mit dem Typen hier. Mit Husky. Nun, was wollt ihr?
Ihr seid zweifellos aus einem edlen Grund hier. Ich bin im Auftrag von Erzmagier Shalidor hier. Ich wurde losgeschickt, um ein paar Bücher zurückzuholen. Zauberbücher? Wie langweilig. Da trifft es sich, dass ich derzeit besonders großzügig bin. Ich werde euch eintreten lassen. Danach. Wonach? Nach einer Prüfung eurer Entschlossenheit. Das ist keine Leihbücherei. Wenn ihr die Zaubersprüche wollt, müsst ihr sie euch verdienen. Ein Portal hat sich geöffnet, gleich hinter euch. Schließt es und ich lasse euch durch. Ich bin bereit. Schließt das Portal, wenn ihr könnt. Obwohl ihr euch vorher vielleicht um diese Scampen kümmern solltet. Oh Mann, Scamp. Die kenne ich noch voll aus Oblivion. Ich hab die gehasst, die Viecher. Alter, die machen voll Schaden. Nicht reinlaufen. Komm, der eine muss da down gehen. Okay, den ersten haben wir. Aber der andere... Ach du Scheiße, haut gut rein. Aua. Okay, den ersten haben wir. Also die zwei haben wir. Also Scheiße. Verwirrung der Halsabschneiderin. Aua. Okay, die war eigentlich relativ einfach. Ich finde solche Nahkämpfer generell einfacher als solche Scumps. Dieser Feuerschaden haut echt rein. Oh Mann. Komm schon, das müssen wir hinkriegen. Das schaffen wir. Ja, das schaffen wir schon. Weg, erstmal weg. Aua. Oh je, wir sind gleich tot. Ja, wir sind tot. Mann, dieser Feuerschaden. Okay. Jetzt sind wir hinter ihnen. Sollten aber erstmal warten, bis unsere Lebensenergie aufgeladen ist. Das wäre das Schlauste. Okay, jetzt können wir losfeuern. Natürlich sollte man so viel wie möglich versuchen, den Schaden von denen auszuweichen. Und ich glaube, man sollte mehr auf den Nahkampf gehen. Ich glaube, das sind die schwächer. Ja. Ach du Schande. Ist da noch eine? Interessant. Boah. Denke ich zumindest. Echt knapp. Ah, sprecht mit Husky, okay. Aber bevor wir das machen, würde ich sagen, gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Vielleicht finden wir noch eine Truhe oder irgendwas anderes. Hier haben wir wenigstens noch ein paar Uhren mit einem Dietrich drin. Und Weintrauben. Ja, lecker. Ui, was war das? Warum rolle ich mich? Ja, ich weiß es nicht. Diese Folge ist übrigens auch immer noch nachsynchronisiert. Das war unerwartet kompetent. Ihr würdet einen hervorragenden Hausdiener abgeben. Ich schätze, ihr wollt es nicht in Erwägung ziehen. Die Bezahlung ist gering, aber die Zulagen sind verlockend. Nein, danke. Ich bin nur wegen der Bücher hier. Wie schade. Die Folianten, die ihr sucht, sind hinter der Tür oben an der Treppe. Folgt dem Pfad, sobald ihr drinnen seid. Vielen Dank, Haskiel. Ich erfülle nur die Wünsche des Meisters. Ich werde die Tür für euch öffnen. Oh, und passt auf die Scampen auf. Die kleinen Kobolde lieben einfach frisches Fleisch. Sie sind so kindisch. In Ordnung. Sehr toll. Hier entlang. Ich wollte auf der anderen Seite hoch. Und versucht bitte nicht alles durcheinander zu bringen. Ja.
Ich werde mein Bestes geben. Viel Spaß auf eurem Abenteuer. Werde ich haben. Ich probiere es erstmal mit Schleichen. Schrot, ja, das bringt mir viel. Und ich hasse die Scums. Jetzt schon. Hab's ja vorhin schon gemerkt, die haben uns schon richtig platt gemacht. Okay, in der Urne ist nichts drin. Also müssen wir extrem vorsichtig sein. Und da ist mir aufgefallen, dass wir noch mit Husky reden müssten. Rennen wir nochmal zurück und reden nochmal mit ihm. Vielleicht. Ich bin so froh, dass wir diese Zeit zusammen hatten. Für eine Unterhaltung dieses Kalibers muss man gewöhnlich zu einer öffentlichen Hinrichtung gehen. Ja, wo bin ich denn hier? Nur einer der vielen Schreine für meinen Herrn. Der gemeine Pöbel nennt ihn die Käsekrämerkerbe. Sheogorath mag diesen Ort, auch wenn er ihm nur selten die Ehre seiner Anwesenheit erweist. Ja, und wer seid ihr? Ich bin Fürst Sheogoraths Haushofmeister. Ich kümmere mich in der Abwesenheit meines Herrn um seine Angelegenheiten und die Schauderinseln. Die Schauderinseln? Habt ihr euch verlaufen? Wisst ihr denn nichts über den Ort, an den ihr gekommen seid? Die Schauderinseln liegen in Fürst Sheogoraths Ebene im Reich des Vergessens. Euch mehr zu verraten würde euch, um es einmal mit den Worten meines Herrn zu sagen, doch nur den ganzen Spaß verderben. Ja, danke. Okay, jetzt können wir aber... endlich hier eintreten. Ich hoffe, dass es nicht schon wieder so ein Gebiet ist, wo die mega starken Gegner lauern. Ist auch wieder cool zu sehen, dass der Elder Scrolls Online mal auch an solche Orte gekommen, die überhaupt nichts mehr mit der Welt von Tamriel zu tun haben. Jetzt hier im Reich vom Gott des Chaos, des Wahnsinns. Auf jeden Fall cool zu sehen. Eine Flasche. Ja, nimm mal mit. Geheiligte Brandstifterin. Oh je, die wird Feuerschaden machen. Nicht gut ausgewichen. Ja, und da ist sie down. Die geheiligte Brandstifterin. Okay, und viel mehr ist hier auch nix. Noch ein paar Fässer. Da haben wir noch Schlangenschleim drin. Und eine Leiche mit einem Buch, was wir nicht anklicken können. Okay. Einzelne Gegner sind eigentlich nicht so schwer. Aber wenn da jetzt wieder so mega viele Scams, okay, ein Scam dürfen wir auch hinkriegen. Ja, toll. Du mit deiner Feuermagie, das nervt aber auch. Ja, wenn du solche Attacken gar nicht abbrechen kannst, bist du echt am Arsch. Wenn ein Gegner da nicht rauskommt. Wenn ein Gegner rauskommt. Okay. Oh, da haben wir gleich zwei Gegner. Geheiligte Soldatin und geheiligte Brandstifterin. Okay, die haben wir down. Ja! Dann macht ihr ein paar Wurfmesser. Und ja, wir sind schon wieder oben. Sehr, sehr schön. Können wir den ganzen Weg wieder zurückrennen. Oh, und der Scamp lebt sich wieder. Dem renne ich aber mal vorbei. Ich hoffe, das ist aber alleine. Oh, Mist. Nee. Darauf habe ich eigentlich keinen Bock. Wieder gegen zwei zu kämpfen. Gehe ich lieber vorbei.
Vielleicht gehen wir erstmal hoch. Vielleicht gibt es ja was Interessantes. Hallo, ist hier wer? Hallo. Nee, anscheinend nicht. Hier oben scheint es auch nichts Interessantes zu geben. Schade, bis auf ein paar Säcke, ein paar Flaschen und eine Urne. Gibt's hier anscheinend auch nichts. Knochen und ein Rezept. Konnte ich jetzt so schnell nicht lesen. Fässer sind leer. Okay. Ich versuche mal die zu umgehen. Oh, das sind schon wieder die nächsten. Muss ich hier aufpassen hier. Okay. Sieh mal, Welpi, jemand zum Spielen. Was? Also, ich will hier mit niemandem spielen. Okay, wir müssen den Darmschlitzer besiegen. Da ist er. Und ich hoffe mal... Ui, das ist auch so ein kleiner Bossgegner hier. Mann, hinter dem Pfosten treffe ich den nicht. Na, was willst du denn? Ich mag ihn auch nicht. Na, was willst du denn? Macht er auch mega viel Schaden. Oh Mann. Da ist der Darmschlitzer tot. Wir haben ziemlich viele Sachen dabei und wir sind schon fast Level 7. Und sind nur bei den Kriegergilde ein bisschen aufgestiegen. Und da sind die Folianten. Bevor ich mir aber einen Foliant nehme, gucke ich mich ja erstmal um. Zum Beispiel im Bücherregal. Wen das interessiert, der muss auf Pause drücken. Die Senders Gebote. Drüben ist noch ein Bücherregal. Die Gewandelten, der, wenn das interessiert, auch auf Pause drücken. So, jetzt gucke ich mich hier hinten noch ein bisschen um. Vielleicht finden wir noch eine Truhe oder so. Ist ja alles möglich. Und den Ring berühre ich lieber nicht. Wer weiß, was da passiert. Okay, hier hinten vielleicht noch irgendwas. Nee, aber hier scheint auch nichts zu sein. Okay, dann werden wir uns mal die Folianten jetzt holen. Wie die Kar war mal die... Was? Was haben wir denn hier? Oh je. Shirogorath persönlich. Naja, reden wir mal mit ihm. Welpenmörder! Hier, um meine Bücher zu stehlen. Wer, wo, was, wann, manchmal, warum? Sprecht, soweit ihr wisst, ist Ehrlichkeit die beste Methode. Ich bin hier, um die 4 Folianten für Shalidor zu besorgen. Shalidor! Dieser aufgeblasene Nord und ich kennen uns schon ein ganzes Weilchen. Ich weiß, was er will. Oh ja, das weiß ich. Seine Insel. Er will sich seine Insel zurückstehlen. Oh, wie sehr ich Herausforderungen liebe. In Ordnung, dann werde ich sie einfach mitnehmen. Wo bleibt denn da der Spaß? Ich sage euch was. Ich gebe euch ein Buch. Im Austausch für euer Herz oder eure Lungen. Eure Entscheidung. Nein, wartet. Ich habe eine bessere Idee. Wir machen einen Wettstreit. Ein Wettstreit gehüllt in ein Geheimnis mit einem Rätsel als Glasur. Was das für ein Spaß wird. Was für ein Wettstreit? Ein paar Aufgaben, die eine oder andere Todesfalle, nichts wirklich Schwieriges wie, sagen wir mal, das Zusammensetzen des Stabs des Chaos oder den Neubau des Numidiums. Nehmt das erste Buch, Welpenmörder. Und ich gebe euch ein weiteres Buch für jede Prüfung, die ihr besteht.
Seid ihr bereit? Ich schätze, wir sind im Geschäft. Ausgezeichnet! Käse und Kohl für alle! Aber halt! Wir sollten Schalidörchen über unsere Abmachung informieren. Mit ein bisschen Glück stirbt er gleich noch einmal. Und zwar vor Scham. Ich bin mir nicht sicher, ob das so klappt. Ich kann es gar nicht abwarten, sein Gesicht zu sehen. Wenn es wertvoll genug ist, hänge ich es vielleicht an die Wand. Ja, toll. Was hat das zu bedeuten? Cheogorath! Ihr habt es nicht vergessen. Ah, oh, Schalidor. Nie schreibt ihr, nie kommt ihr zu Besuch. Vor einem Augenblick habe ich ein Geschäft mit eurem Lakaien hier gemacht. Wie lange wollt ihr diese Bücher schon? Eine Ewigkeit. Eure Geschäfte sind alles andere als fair. Welche Posse habt ihr euch denn dieses Mal ausgedacht? Betrachtet es als ein Abenteuer. Und keine Angst. Auch für euch habe ich eine Überraschung. Ich habe diese Bücher mit einem kleinen Fluch belegt. Nur mit einem klitzekleinen. Ich fasse mich kurz, Schalli. Ihr werdet diese Bücher niemals lesen. Wie langweilig! Seid ein wenig kreativer, Schalli. Wie wäre es mit Seid verflucht, verrückter Gott? Mögt ihr euch in einen Käse verwandeln, an dem in alle Ewigkeit Skewer herumnagen? Leider fehlt mir die Zeit für noch mehr konstruktive Kritik. Wir bleiben hier. Die haben sich irgendwie so gegenseitig in die Dialoge gequatscht. Okay, dann sprechen wir mal mit Erzmagier Schalidor. Verflucht sei der verrückte Gott. Ich weiß nicht, welches Spiel er mit euch spielt, aber ich kenne den Einsatz. Wenigstens haben wir einen Folianten. Das ist wahr. Doch ohne meine Hilfe wird Valaste deutlich länger für die Übersetzung brauchen. Ich würde gerne zurückkehren und ihr die schlechten Neuigkeiten mitteilen. Ich werde es ihr sagen. Dann schicke ich euch mal zurück nach Tamriel. Seid ihr bereit? Ja, ich bin bereit. Bitte schickt mich hier weg. Wenn ihr Hilfe braucht, um eine Quest zu erledigen oder ein Verlies zu erkunden, versucht es einmal mit der Gruppensuche. Im Gruppenfenster klickt einfach auf die Lupe oben rechts. Okay. Falls ich das mal mache, weiß ich ja Bescheid. Okay, es lädt noch. Und ich glaube, diese Prüfungen, die werden die Questreihe der Magiergilde bestimmen. So, und da sind wir wieder zurück in der Magiergilde. Und jetzt müssen wir mit Valaste widersprechen. Ihr strahlt eine Aura der Kraft aus. Heißt das, ihr habt die Bücher? Nur eins. Cheogorath wird uns zur Prüfung nötigen, um die anderen zu bekommen. Prüfungen? Nun, das ist ein Anfang, schätze ich zumindest. Was ist mit Schalidor? Ihn hat es in einem grellen Blitz von hier fortgerissen. Cheogorath hat ihn beschworen. Nicht gut, gar nicht gut. Ich mache mich sofort an die Übersetzung. Aber ich hoffe, dass Schalidor zurückkehrt, um zu helfen. Cheogorath hat den Folianten verflucht. Schalidor kann ihn nicht lesen. Xarxes Hinterteil! Dann wird das hier eine ganze Weile dauern. Schaut gelegentlich in der Gildenhalle vorbei. Ich werde es euch wissen lassen, wenn ich fertig bin. Das werde ich. Haltet in der Zwischenzeit auf euren Reisen die Augen offen. Es gibt viele verlorene Folianten, die über ganz Tamriel verstreut sind. Wer weiß, jedes dieser Bücher könnte uns dabei helfen, Schalidors verlorene Inselzuflucht wiederherzustellen. Ja. Damit können wir diese Quest jetzt abschließen und haben das Amulett von Augvea bekommen. Und der gewährt irgendwas, konnte ich so schnell nicht lesen. Und wir haben 228 Gold bekommen. Schließen wir die Quest ab. Können wir aber nicht, weil das Inventar voll ist. Deswegen können wir das Zeug nicht, das Amulett nicht mitnehmen. Deswegen habe ich mal ein bisschen Malz zerstört. Jetzt können wir es aber abschließen. Ich muss mit dieser Übersetzung beginnen. Diese Runen faszinierend. Valaste, was hat Cheogorath angetan? Und wir haben jetzt Stufe 7 erreicht. Schrecklich, nicht wahr? Den Dickschädel und die Aufmerksamkeitsspanne eines Kindes, aber die Macht eines dädrischen Fürsten. Ist der immer so?
Nun, versucht mal das Positive zu sehen. Ihr steht wenigstens noch auf zwei Beinen. Ihr seid nicht umgekrempelt oder strahlend purpurn eingefärbt oder mit neuen, zornig zuckenden Gliedmaßen versehen worden. Es könnte schlimmer sein. Da habt ihr vielleicht recht. Lebt wohl. Ja, damit haben wir einen Fertigkeitspunkt erhalten. Ich würde sagen, den setzen wir jetzt auch direkt mal ein. Wieder auf Ausdauer, würde ich sagen. Segen der Fürstin, ja, da haben wir in der letzten Folge diesen Mundostein eingesetzt. So, und jetzt können wir mal gucken, welche Fähigkeiten ich so einsetzen werde. Mörderklinge. Ihr verursacht 30 Magieschaden, Ziele mit weniger Leben erleiden 300% zusätzlichen Schaden. Oh, ihr werdet für 15% eurer Maximallebens geheilt, wenn ihr einen Feind mit dieser Fähigkeit tötet. Ihr verursacht 30 Magieschaden, Ziele mit weniger Leben erleiden 300% zusätzlichen Schaden. Okay. Das Mörderklinge ist sofern besser, weil wir dann noch zusätzlich Leben erhalten, aber die andere Fähigkeit fehlen, das kann man aus einer weiteren Entfernung einsetzen. Aber ich bin mir da noch nicht so sicher, was ich da nehmen soll. Teleportationsschlag. Gucken wir nochmal die anderen Fähigkeiten. Verschleierter Schlag. Ihr verursacht 55 Magieschaden. Falls ihr schleicht oder unsichtbar seid, bringt den Angriff den Feind aus dem Gleichgewicht und betäubt diesen 4 Sekunden lang. Auslaugen, was haben wir da? Qual. Ihr betäubt euer Ziel 12 Sekunden lang. Der Effekt endet, wenn dieser Schaden erleidet. Euer Ziel erleidet 5 Sekunden lang insgesamt 35 Magieschaden, sobald der Effekt endet. Aha. Katalysator erhöht die Wirksamkeit von Tränken um 15%. Ja, brauchen wir erstmal nicht. Erfrischender Schatten erhöht eure Ausdauerregeneration um 15%. Meisterassassine erhöht eure Waffen- und Magieschaden um 5%, solange ihr unsichtbar seid oder schleicht. Eure erfolgreiche Angriff aus dem Hinterhalt betäuben eure Ziel 100% länger. Mann. Und was haben wir beim Bogen vielleicht noch? Fernschuss, das müssen wir erstmal. Pfeilsam, okay, bei Giftpfeile können wir noch ein bisschen was verbessern. Giftschuss 1, ihr verursacht 26 Giftschaden, zaubernde Ziele werden unterbrochen, aus dem Gleichgewicht gebracht und 3 Sekunden lang betäubt. Eure Ziele erleiden zusätzlich 10 Sekunden lang insgesamt 25 Giftschaden. Okay. Giftschuss 1 unterbricht also Zauber. Giftinjektion 1. Ihr verursacht 26 Giftschaden und eurer Ziel erleidet zusätzlich 10 Sekunden lang insgesamt 25 Giftschaden. Ziele mit weniger als 35 Leben erleiden zusätzlich wiederholten Schaden. Okay. Also hier der Unterschied darin ist, dass verletzte Ziele noch mehr Schaden kriegen. Ja, was ich würde sagen, wir nehmen den Giftschuss erst. Giftschuss 1 erstmal und verbessern den mal. Ja, und das war's dann auch erstmal, was an Verbesserungen. Ja, und nun können wir eigentlich die Magiergilde wieder verlassen. Da sind wir jetzt auch Stufe 7. Und dann können wir eigentlich auch in der nächsten Folge die Krähenmutter töten, die war auch Stufe 7. Müsste jetzt eigentlich hinzukriegen sein. Hoffe ich zumindest. Ja, und ich würde sagen, ob wir es schaffen werden, die Krähenmutter zu töten, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ja, damit haben wir die erste richtige Quest der Magiergilde abgeschlossen. Und können somit in der nächsten Folge mal wieder zurück in den Krähenwald gehen. Da waren wir ja schon mal, nur leider waren die Gegner alle Stufe 7 und wir Stufe 5. Da könnt ihr euch ja vorstellen, wie schwer das war. Ja, und in der nächsten Folge werden wir das dann mal probieren, die Krähenmutter zu besiegen. Ja, und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen, angenehmen Tag und bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.